Und damit ein herzliches Hallöchen und willkommen zurück hier bei Raft. Zusammen mit Matze. Servus. Hallihallo. Sonnenaufgang. Ein neuer Tag. Neue Hoffnung. Ach ja. Bisschen Romantik. Neues Chaos. Ja, heute will mal keiner sterben, ne? Ich bin noch nicht gestorben. Überhaupt noch nie nicht. Also... Ja, weil du ja auch überhaupt kein Risiko eingehst, weil du... Nee, ich gehe überhaupt kein Risiko ein. Ich springe ins Wasser und rette dich zweimal, wo der Hai um dich rumzirkelt. Weißt du, was ich alles für dich tue und du hier nur mimi meckern und das ist nicht zu glauben. Das ist also wirklich, was ich hier für eine Aufopferung betreibe. Ich grille jetzt eine Kartoffel, jetzt sei doch mal lieb. Das ist nett. So, hier, ich leg mal ein bisschen überschüssiges... Hast du nicht noch eine kleinere Lagerkiste bauen können, hey? Beschwer dich doch. Mach ich doch gerade. Hört man das nicht? Du hast die große müsste... Da müssten wir Scharniere finden. Da müssen wir endlich mal irgendwo noch ein zweites... Noch ein weiteres... hier, so ein fremdes Floß finden. Da hast du vielleicht die Chance, Scharniere zu finden. Oder wir müssen irgendwie erforschen, wie man Scharniere baut. Ich denke mal, man muss irgendwie erforschen. Ich habe ja schon Eisenerz gefunden. Ja. Man muss wahrscheinlich irgendwie erforschen, wie man so eine Art Forge oder irgendwas baut. Also Exakt für die Kandidaten gibt es auch Vogelscheuchen, habe ich gerade gesehen. Ja, ich will mal, wenn die hier sitzt, will ich sie mal gekonnt aufspießen. Ich bin immer mit meinen Fingern auf dem E und nicht auf dem W. Das ist blöd. So, du angelst mal ein bisschen, ich baue ein bisschen. Ja, ich habe schon mal ein bisschen Gemüse ins Lager gelegt. Wir haben ein überschüssiges. Das ist ja Wahnsinn. Wir leben hier im Überfluss. Ja, zum Beispiel eine Schmelze bräuchte Ziegel. Ja, wo kommt man denn an Ziegel? Ich weiß nicht, fisch mal. Ein alter Schuh. Na super. Alter Schuh ist schön, da kannst du was dran anpflanzen. Metallangel, ja. Was? Achso, ich dachte, es wäre der Hai, weil es wieder so laut war. Okay. So, diese Sammelnetze. Ich kann immer noch keinen Nagel herstellen. Hast du mittlerweile irgendwie Schrott gefunden? Wir haben... Ja, zwei Schrott habe ich. Apropos Schrott. Oh, Hai ist tot. Hai ist tot. Der Hai ist tot. Ups. Der Hai ist tot. Der Hai ist tot. Geht das, ja? Hast du das Der Hai ist tot. Wie hast du das denn gemacht? Weiß ich nicht. Der ist tot. Ich muss mal eben, schwimm mal zurück. Matze? Was denn? Matze? Ich hab kein Paddel. Tschüss. Scheiße. Wo bist du denn? Weit, weit weg. Ja, dann viel Glück. Ach, das war jetzt eine Angel. Ich wollte keine Angel, ich wollte einen Speer bauen. Ach, fuck. Ich komm wieder. Das Doofe ist, Mann, den hätten wir jetzt auseinandernehmen können. Wärst du noch ins Wasser gesprungen, hätten wir den zerlegen können, den Hai. Mit dem Speer habe ich da Fleisch rausbekommen, aber dann war mein Speer kaputt. Okay. Schade. Ja, da hätten wir jetzt echt Fleischvorrat gehabt ohne Ende. Mann. Ist der schon mal gestorben? Das wird jetzt auch nicht so häufig passieren. Mach mir mal ein Fleisch oder ein Wasser fertig. Ich bin ganz schön durstig jetzt durchs Schwimmen, habe ich das Gefühl. Ist alles gerade in Arbeit. Ist in Arbeit, gut. Habe ich eine Angel gebaut statt dem... Oh. So, mal gucken, ob man die... Hier, zweimal rohes Haifleisch habe ich immerhin bekommen. Kann man auch schön grillen, das gibt bestimmt gut Nahrung. Jetzt gerade mal Haisteak für uns gleich. Das ist doch was. Jetzt wird auch noch die See rau. Warum hat er jetzt... Ich möchte nicht drüber reden. Was denn? Ich habe gerade das Wasser in... ich weiß nicht, was... Ich werde es rausfinden. Ich kann ein Video gucken. Aber glaube gerade, dass Süßwasser ins Meer gekippt. Oh Mann. Ja, ne? Guck mal deinen Schrott in die Kiste, bitte. Sofort.
So, jetzt werde ich mir das Buch hier auch mal anschauen. Panier. Das war nicht gut. Das High-Stake braucht ganz schön lange. Ist das jetzt nochmal so eine zweite Aufbereitungsanlage? Ja. Ja. Das heißt, da haben wir jetzt auch noch keine gute, sondern nur zwei schlechte. Nee, wir haben ja noch kein Glas. Ja. Doch, Glas habe ich eins. Hier ist Glas drin. Ja, wir brauchen vier. Vier? Ja, sammel deinen Scheiß doch selbst. Will ich doch. Aber du besorgst mir ja kein Glas. So, Highsteak ist fertig. Und das nächste legen wir drauf. Bin mal gespannt. Wie viel Nahrung das wohl gibt. Die Frage ist natürlich, wie lange die Lebensmittel sich hier auch halten. Oh, das ist cool. Das bringt ungefähr 50% Nahrung, ein Steak. Oh, ja, das mit dem, ich das andere. Mit dem Halten ist so eine Sache. Ich habe das Gefühl, mein Wels und so ist schon... Nee, warte mal. Doch, das ist der... Nö, das passt. Nö, das hält scheinbar... Also, ich habe jetzt, sehe jetzt keine Haltbarkeit. Wie ist das jetzt hier zu verstehen? Das muss wohl... So rum. Schauen wir mal, ob sich hier was verfängt. Ja, ach cool, siehst du? Da hat jetzt sich die Planke drin verfangen. Okay, das heißt, von denen sollten wir mehrere bauen, ja? Das heißt, gerade was jetzt hier so vorne die breite Fläche betrifft, ja. Ja. Sollten wir tun. Wie heißt das Ding nochmal? Sammelnetz? Sammelnetz, ja, ist nicht ganz günstig. Vor allem wegen den Nägeln. Ja gut, dann müssen wir sehen, wie wir da drankommen. Oh, eine Sekunde. Aber das hat eine große Hitbox auch, das Ding. Ja, so wie alles hier. Wenn du da mit dem Haken vorbei wirfst, dann ist ja häufig auch... Die Frage ist, ob da mehr als ein... Ich denke schon, dass ich da mehr als einen Gegenstand drin verfangen kann. Das ist cool. Weiß ich nicht. Das ist schon praktisch. Oh, ich habe gerade ganz viel Schrott bekommen. Das ist schön. Dann kann ich... Gibt es noch ein Sammelnetz. Da das eine große Hitbox hat, mache ich mal erstmal so ein bisschen Abstand dazwischen, ne? Ja, besser ist das. Dann machen wir hier. Was mache ich denn jetzt? Angeln mal eine Angeln Runde. Ist okay, aber Nahrung ist gerade nicht das Problem. Wir sollten jetzt einfach schauen, dass wir möglichst viel Holz bekommen, würde ich sagen. Dass wir mal so ein bisschen auf... Dass wir mal so ein bisschen ausbauen können. Ja. Als wäre nichts gewesen. Sag mal, Nebel und Regen, kann das sein? Muss sein, oder? Geil. Mein Spiel. Es geht auch nicht einmal ohne. Soll ich das wagen? Nee, jetzt im Nebel und Regen nicht. Drüben wäre ein Floß gewesen. Ich frage mich immer noch, wie man reparieren kann. Hier steht halt 30% Gesundheit, aber wenn ich da drauf hämmer, passiert nichts. Oh, diese Steaks sind ja geil. Ne, ist wirklich gut. Ja, wo haben wir denn jetzt noch Nägel? Keine. Musst du dir aus Schrott herstellen, die Nägel, und ich habe nur noch einen Schrott auch. Müssen uns die Fässer hier krallen, vor allen Dingen. Da ist ja der Schrott regelmäßig drin. Ja, Schrott habe ich auch noch einen. Oh, dann leg den mal rein, dann kann ich noch ein Ding bauen. Na komm, gib mir gerade. Ich habe ihn ja schon jetzt. Schrottelchen liegt drin. Aber warte mal, können wir jetzt nicht hier irgendwie sagen, füll mir mein... Nö, ne? Kann man nicht so einen Regenfänger bauen? Also das wäre ja so das, was ich machen würde. So aus den Blättern irgendwie versuchen, so einen Regenfänger zu bauen. Probier's, aber...
So, drei Nägel haben wir. Dann Sammelnetz. Auch Blanken, die habe ich. Oh, ich brauche wieder Seile, wie blöd. Aber die kann ich herstellen. Ein weiteres Sammelnetz incoming. Sehr schön, ich habe gleich auch noch eins. Hier kommt jetzt noch ein Fass. Mal schauen, wird das auch von dem Ding gefangen? Ach, ja. Mach du mal hier was gegen... Weg. Holzspeer, ich brauche mehr Planken. Mega. Wollen wir nochmal eine zweite Lagerkiste, dass wir eine für Materialien, eine für Essen machen? Ich würde ganz gern dann die große Lagerkiste gleich bauen. Ah nee, die brauchen ja Scharniere schon wieder. Eben. Ja. So, Pflanzen gießen. An der Stelle, wo die Sammelnetze sind, kann ich jetzt keine Tasse mehr befüllen, gell? Ach so, ja gut. Die machen wir jetzt eh nicht ganz ringsrum. Also abgesehen davon, dass die ein bisschen teuer sind, ja. Ja, okay. Dann können wir einmal den Holzspeer herstellen. Jetzt brauche ich wieder Planken. Bin ja mal gespannt, ob man... Ne? Ach, jetzt hör doch auf. Bin ja mal gespannt, ob wann wir und wie wir mal auf eine Insel kommen und ob wir dann dort Holz und andere Ressourcen... Ja, ich glaube, wir müssen mal aktiv hinpaddeln irgendwie, oder? Ja, also die letzte Insel, die ich jetzt gesehen hatte, da war es halt so, dass die... Kacke. Dass das wieder so eine hohe war, weißt du, mit Berg drauf, wo du ja nicht wirklich drauf kommst, zumindest noch nicht mit unserem Floß. Da müsste man halt mal irgendwie überlegen. Und dann braucht man ja auch sowas wie einen Anker. Kriegt ja nichts, wenn man dann auf der Insel ist und das Ding hier nimmt dir weg währenddessen. Das ist wohl richtig, ja. Ich finde diese Magnetwirkung von den Haken so gut. Kommt ein Fass. Gut. Och, das sieht eigentlich ganz gut aus. Das heißt, jetzt könnten wir mal schauen. Oh, hier noch. So, jetzt nochmal so ein paar Netze gebaut. Ach, Mist. So. Ui, ich brauche Wasser. Ja, stell dich einfach, guck nach oben und mach. Das wird nicht helfen, oder? Ich möchte nicht. Jo, hör doch auf zu husten. Du hast doch jetzt Wasser. Ich weiß noch nicht, wie wir das Ding reparieren. Wenn du das mal irgendwie rausfinden könntest, wie wir eventuell unser Floß ein bisschen reparieren können. Gute Frage. Aber jetzt hier mit den Fangnetzen, das wird fast komfortabel, muss ich sagen. Wenn man das dann regelmäßig mal so ein bisschen abfischt, dann ist das ein Wetter. Ja, man muss da eigentlich ja nur lang gehen, gell, und nehmen, wie es kommt. Ja, eigentlich ja, also theoretisch. So, was brauchen wir denn so als nächstes? Eigentlich brauchen wir dann gar keinen Plastikhaken mehr, wenn der kaputt ist, oder? Nö, also... Wir müssen nur ein bisschen geduldiger sein, dann kommt alles, was wir brauchen. Theoretisch ja, praktisch ist es halt so, du brauchst ja, wenn du jetzt was baust, ganz dringend Holz oder sonst was und...
dann musst du es dir halt schon mal beiziehen können. Wenn wir jetzt erstmal von den Dingern hier vorne eine große Fläche haben und der Hai uns das nicht auch wegfrisst, dann müssen wir halt irrsinnig drauf aufpassen, ne? Dann wird es doch angenehmer. Ich schlafe mal eine Runde. Ich weiß nicht, wenn der Hai jetzt... Brauche ich gar nicht. Bin ausgeruht. Ja, ich kann auch nicht. Wir müssen beide schlafen, also... So, was bauen wir denn als nächstes? Achso, ein Baum nach Möglichkeit. Was? Einen großen Grill nach Möglichkeit, aber ich weiß noch nicht, was wir dafür brauchen. Ich habe noch nicht gefunden, also wie man ihn erforscht. Oh, Kacke. Ah. Der Speer ist nicht unten drin. Wir müssen ja, jetzt echt mal gucken. Besser laufen, hey. Ja, ich habe meinen Speer nicht unten drin und du warst ja auch ein bisschen spät. Wir reparieren? Wie soll denn das gehen? Ah, du kannst auch so Taucherausrüstung wahrscheinlich später herstellen, wenn ich das richtig deute hier. Segel. Wurfanker. Ein Wurfanker braucht nur ein bisschen Seil. Lässt dein Floß ankern, kann nur einmal verwendet werden. Ich gehe einfach mal abernten. Wie geil. Gibt es einen erhöhten Boden? Keine Ahnung noch, was wir mit dem bauen können. Ja, nächste Etage halt. Ne? Dass du das Ding hier ein bisschen hochbauen kannst. So, ja. Jetzt mal überlegen. Also das nur reparieren ist ein bisschen schwierig. Kriege ich noch nicht gebacken. Wir brauchen Ressourcen, gänzlich neue, um irgendwie... Ach hier, nasser Ziegel können wir herstellen. Mit Sand und Lehm können wir nassen Ziegel herstellen. Ja, hast du schon mal Sand gesehen? Ja, aber bestimmt auf einer Insel. Vielleicht müssen wir mal irgendwie paddeln oder sowas. Ich mache jetzt mal hier, ich baue mal so einen Anker. Ja? Wir brauchen noch 3-4 mal Seil. So, hergestellt. Anker haben wir. Huch. Warum kann ich den da nicht? Den muss man rechts oder links ran ständig bauen, oder was? Ach nee. Warte mal. Den müsste ich dann hier drehen. Meinst du, wir könnten... Was denn? Ich setze den da jetzt mal hin. Was ist das? Anker. Ach, das ist ein Anker. Naja, ein Eimer voll Steine halt. Finde ich cool gemacht, dass so diese... Simpel. Diese ganzen Ideen, wie man dann aus simplen Mitteln... wie man dann aus simplen Mitteln eben sowas machen kann. Ich finde, da sind sie sehr kreativ hier zu Werk gegangen. Signorico, ja, wir sollten dann mal wahrscheinlich Paddel haben, wenn eine Insel kommt. Dass wir die auch ein bisschen gezielter ansteuern können. Ja, auch das wäre eine Möglichkeit. Dass man nicht so direkt drauf zusteuern muss, unbedingt, ja. Ey. So. Ja, ich will gerade noch was probieren. Wenn wir jetzt, weil ich will ja nicht, dass der Hai unseren Anker wegfrisst. Verstehst? Mal dann. Hast du noch Planken, die du mir in das Lager, in das riesige? Nee, eigentlich nur noch eine. Fantastisch. Oh, da kommt gerade ganz viel. Und wir gerade wieder in so ein Müllgebiet. Ich habe gerade noch ein Fass aufgemacht, da waren noch drei drin. Fass auf. Ja, lass uns erstmal ein Fass aufmachen. Soll ich da probieren, was hinzusetzen? Ja, nicht direkt da, wo das Ding ist, sondern jetzt hier davor. Also, dass da so ein Loch. Ja, genau. Der ist eh rot, da geht gar nicht. Ja, ja, genau, da geht nicht so. Da kann ich was hinsetzen. Aber da ist doch jetzt sicher vor dem Hai. Ja, eben. So, jetzt haben wir da theoretisch so eine eingemauerte Ankerstelle. Finde ich nicht ganz doof. Und hier hinten haben wir auch eine gute Fläche. Das heißt, hier könnte man dann jetzt probieren,
vielleicht dann demnächst mal hochzubauen. Schau mal, da rechts. Hast du dein Paddel zufällig fertig? Hab noch keins, ne. Großes Insel. Denn es fehlt Planke. Na, Träumchen. Jetzt fehlt Planke. Hier ist Planke. Hier, nee, nicht Planke, ist Blatt. Ja. Der nervt aber auch, der Kollege. Boah, das sieht total schön aus eigentlich, ne? Mit der Sonne dahinter. Oh, ich sehe gerade, so langsam könnte ich mir auch was zu essen gönnen. Oha. Aber wir haben ja vorbereitet. Vorbereitet? Fertig gegrillt ist. Ach nee, das nicht. Kollege? Ja. Oh. Hinten, Mitte. Ey, wir müssen doch irgendwie das Ding reparieren können. Es kann ja sein, dass das nicht geht. Jetzt hat sich die Strömung geändert. Jetzt kriegen wir natürlich an den Fangdingern da weniger. Ne? Da fahren wir jetzt nicht mehr genau drauf zu. Ja. Oder? Ja, doch, jetzt. Da kommen zwei Fässer, guck mal. Ja. Dafür ist jetzt echt das Paddel gut, dass wir das wieder so ein bisschen in die Strömung das schicken könnte. Können. Ja. Okay, ich versuche mal so ein Paddel zu bauen. Danke, Seil. Bei mir dürfte es reichen. Ja, ich auch. Ja, dann bau du, komm. Ja, nee, jeder mal eins wäre sinnvoll. Meinst du? Lass doch erstmal gucken, wie gut du... Ich habe jetzt auf jeden Fall eins. Ja, lass doch mal gucken, wie gut du da mit einem Paddel schon hier... Ja, andersrum. Du musst hier paddeln, damit du nach links lenkst. Ich wollte ja gar nicht nach links lenken. Ja, wir müssen doch in den Strom wieder. Bin mal gespannt, wie sich die Richtung hier überhaupt ändert. Erstmal so gar nicht, ne? Müssen es mal längs probieren. Passiert irgendetwas? Ich baue auch mal so ein Ding. Warte mal, du musst. So, hier. Nee, wirklich mit Richtung ändern ist... Passiert gar nichts. Dass sich das Ding dreht nicht. Du drückst es dann einfach nur ein bisschen in die Richtung. Oder? Nee, warte mal. Jetzt sind wir doch eigentlich noch mehr gedreht. Der ist mir so blöd. Also ich sehe jetzt irgendwie nur, dass wir in diese Richtung... Schippern, in die ich hier paddel, mehr oder weniger. Aber dass wir das Ding hier drehen könnten? Nichts, ne? Aber mittlerweile kommt das jetzt ganz aus der anderen Richtung. Also irgendwie gedreht haben wir uns schon, oder? Die Strömung hat sich halt nochmal geändert. Das vermag ich jetzt irgendwie nicht zu beurteilen. Was hat er denn jetzt schon wieder? Jetzt will sie wieder was trinken. Die macht mich wahnsinnig. Ja, mit dem Paddeln kann man schon dann hier mit diesen Fangdingern dann so gezielt in so einen Strom da rein irgendwie. Wir müssen jetzt mal zu den Fässern hier. Ich will das nur mal probieren. Nicht, dass wir es jetzt unbedingt bräuchten, aber... Werf mal den Haken zu dem Fass da rechts. Das eine habe ich schon. Nee, das ist zu weit weg. Ja, mittlerweile, ja. Gut, ich brauche dringend was zu essen. Ich kann nichts mehr machen hier.
Wird bei mir auch gleich doof. Und was zu trinken brauchen wir auch. Wollen wir einen zweiten Grill mal aufstellen, solange wir den großen nicht haben? Ja, solange wir noch nicht mal mehr wissen, wie wir den großen bauen, auf jeden Fall, ne? Weil jetzt, wo wir gerade keinen Hai haben, ist das, ja, auch doch wieder problematisch. Blanke Kunststoff brauche ich. Doch, es war eigentlich ein Hai die ganze Zeit. Braucht Planken und Kunststoff dringend, ne? Ja, dito. Also, Kunststoff. Kunststoff könnte ich dir geben. Planken. Das ist was anderes gewesen. War deine Tasse. Ja, könnte ich meine Tasse bitte wieder haben? Nein. Ich möchte meine Tasse wieder haben. Nein. Ich finde dieses Kissen übrigens so sau cool bei dem Bett. Ist dir das schon mal aufgefallen? Dieses Kissen? Ja, das, was beim Bett das Kissen ist. Oh, schön. Ne? Der Plastik. Ich finde das halt wirklich cool, wie kreativ das gelöst ist hier. So, hast Plastik drin. Ich brauche Plastik und Planken und Fischkanne. Hi. So. Das trifft dann alles in die falsche Richtung. Das ist doch blöd. Planken? Wo habe ich Planken drin? Nirgendwo. Aber hier kommen sie angeschwemmt. Wie kann man denn das Floß drehen? Das ist einfach, gibt es so Abschnitte, was weiß ich, wir waren jetzt bei einer Insel, wir waren jetzt bei einer Insel und dahinter der Insel fing es ja irgendwie an, dann in eine andere Richtung zu schwimmen alles. Kann das sein, dass das dann einfach an solchen festen Punkten sozusagen ist? Gute Frage. Vielleicht werden wir aber noch marine Navigation hier erlernen und das irgendwann verstehen. Nein. Ey! Oh, das Paddel ist übrigens schon von dem bisschen Rudern, was ich da gemacht habe. Schon ziemlich runtergerockt. Gelinde gesagt, ziemlich im Arsch, ja. Wir brauchen immer noch ganz dringend was zu futtern. Ich habe da noch Kartoffelchen gemacht. Ja, von Kartoffelchen wird man ja nicht wirklich so gut satt. Ja. Muss man wieder fischen. Es ist besser als nix erstmal. Ja, ich fische mal eine Runde. Yep. Sind meine Planken schon wieder auf den Grill gewandert. Super. Also wir werden auch viel mehr Holz brauchen, wenn wir noch einen zweiten Grill aufstellen, gell? Ja, deshalb. Das wird auch ein Problem werden. Das ist insgesamt ein bisschen schwierig, ja. Das war mein Haken. Jetzt habe ich nicht mal mehr einen Plastikhaken. Hier draufstehen? Ach, man kann da auch draufstehen. Ist ja gut zu wissen. Den kann ich mir herstellen, ja. Jetzt habe ich wieder keine Planken. Ich komme nicht bis zu diesem zweiten Grill. Ich habe 11 Planken, ich kann dir gleich welche reinlegen. Naja, aber vielleicht bauen wir den auch erst in der nächsten Folge, Koja. Kann das sein? Schon wieder? Da fliegt ein Fass an uns vorbei. Ich habe schon einen Plan, ja. Nein! Doch, das klappt. Ich tue das nicht, weil ich habe keine Energie mehr. Au! Genau deswegen. Hi. Na? Hi. Bye. Hallo. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.